Durch die Digitalisierung haben viele Mittelständler die gleichen Probleme, denn vom Produkt geht es heute zu Service und Software. Und Software bedeutet natürlich, technologisch teilweise andere Kompetenzen haben zu müssen als in der Vergangenheit. Jedes Unternehmen ist sehr individuell, einerseits. Andererseits sind Prozesse vergleichbar. Produkt, Produktentwicklung, Vertrieb, Marketing und dann natürlich Digitalisierung. Und insbesondere im Thema Digitalisierung sehen wir uns als Plattform. Wir haben hier unternehmensübergreifendes Know-how, das wir einbringen und das die einzelnen Unternehmen natürlich auch für ihre eigene Weiterentwicklung nutzen können. Das Geschäftsmodell der Primepass ist Family Equity. Wir verbinden die langjährige Unternehmertradition bei Alco, ein Unternehmen, das heute 87 Jahre alt ist, mit der Digitalisierungskompetenz der Kencom, ein Unternehmen, das wir selbst über die letzten 26 Jahre aufgebaut haben. Und damit verstehen wir, was brauchen Mittelständler, wie tickt er. Wir sind selbst Unternehmer. Wir haben aber auch die Digitalisierungskompetenz und sehen uns damit in der Lage, ein Unternehmen in die Zukunft zu transformieren. Und insbesondere in Nachfolgeprozessen sind wir damit natürlich jemand, der als Unternehmer auftritt und nicht rein als Kapitalgeber. Denn ein Unternehmen zu kaufen ist eines, das andere ist, das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Und entsprechend sehen wir uns dafür besser gewappnet als andere Marktteilnehmer. Typischerweise sprechen wir über Nachfolgesituationen, ein Thema, das automatisch einen Eigentümerwechsel nach sich zieht und entsprechend für das Unternehmen nicht leicht ist. Da wir selbst Unternehmer sind und Unternehmen aktiv führen und uns mit den Menschen, Produkten und Marken beschäftigen, ist uns klar, was es bedeutet. Und entsprechend gehen wir auch vorsichtig und verantwortungsbewusst mit diesen Situationen um. Wir sehen uns aber insbesondere in Nachfolgesituationen sehr gut in der Lage, das Unternehmen dann auch in eine positivere Zukunft zu führen, denn das ist letztendlich das Wichtige. Man muss sehen, wo geht der Markt hin, was bedeutet die Digitalisierung, wie können wir Produkte, Märkte, Kunden, Prozesse verbessern und damit auch Wert schöpfen. Und das am Ende des Tages erhält auch die Arbeitsplätze und schafft neue. Wir sind als Primepulse eine technologieorientierte Beteiligungsholding, das heißt, wir investieren in Unternehmen, die sich mit Technologie beschäftigen, die technologieintensiv sind, die dadurch gerne auch etwas komplexere Produkte haben und versuchen, das Unternehmen und die Produkte weiterzuentwickeln in die moderne Welt der Digitalisierung. Mit unseren Unternehmen befinden wir uns ständig im Dialog, versuchen aber dennoch, die Unternehmen nicht zu stark zu beeinflussen. Sie müssen sich eigenständig entwickeln. Wir brauchen die Manager und die Menschen vor Ort, die wissen, wo es hingeht, wo es hingehen muss. Und wir versuchen einfach, die richtigen Impulse zu setzen, die richtigen Menschen an Bord zu haben und damit zügig zu transformieren in eine Richtung, die die Digitalisierung und Globalisierung erfordert. Wir sprechen als Unternehmer zu Unternehmern, sehen uns entsprechend auf Augenhöhe und verfolgen, das ist uns sehr wichtig, einen langfristigen Ansatz. Als Primepulse geben wir unseren Unternehmen die Sicherheit und das Umfeld, um über das Tagesgeschäft hinauszublicken und sich positiv in die Zukunft zu entwickeln. Und dafür geben wir die entscheidenden Impulse.